Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Star Wars Battlefront. Yeah! Mit dabei ist der Onkel Gamer Shack MP. Hallo. Hä? Das war jetzt voll abgehackt. Hallo, hab ich gesagt. Hallo, hallo. Aber das kennen wir ja noch. Ja, und zwar machen wir heute Überleben auf Hoth. Einige Rebellen wurden nach der Evakuierung zurückgelassen und müssen sich des imperiale Truppen kämpfen, um zu entkommen. Aha. Ich lese mal kurz den Missionsauftrag. Als die imperialen Truppen die Kontrolle über Hoth übernehmen und das letzte Schiff der Rebellen den Schneeplaneten verlässt, bleibst du zurück. Als Admiral Akbar seinen Fehler wenig später kennt, befiehlt er seinen besten Technikern, dir zu helfen. Halte durch, bis die Rebellen die imperialen Flugcodes dechiffrieren können, die die Basis abriegeln, und benutzen dann einen der Schneespeeder, um zu entkommen und wieder zur Flotte der Rebellen zu stoßen. Vertraue deinem Instinkt und möge die Macht mit dir sein. Oh mein Gott. Okay. Yeah. Dann lehrt mich mal ein, bitte. Ich möchte gerne mit dem Speeder entkommen. Speeder, Speeder. Tschakka, tschakka, dam, dam. Hatte ich auch gerade im Kopf. Verrückt. Star Wars Battlefront von Yay! Die Eisen scheiße, aber Star Wars Battlefront ist ganz cool. Bis jetzt, Onkel, was sagst du so bis jetzt von dem Game? Macht schon Spaß, ne? Erlebt das? Aber ich denke mal, das liegt doch sehr an uns beiden, dass es mir Spaß macht. Also an ne? Wenn ich das jetzt alleine zocken müsste oder so, würde ich es auch wieder an die Wand irgendwo hinstellen. Ja, es ist auch als Koop, macht schon mehr Spaß. Man deckt sich den Rücken. Ich glaube, wenn ich da alleine noch suchen müsste, kämpfen müsste. Ja, wir werden es dann sehen, wie es online, was es für Online-Potenzial hat. Boah, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich. Wir gehen, wir checken. Oh, hier zwei Granaten, Kontaktgranate und Thermalgranate. Schurke habe ich. Boah, ich nehme natürlich Überlebende. Ich nehme Schurke, weil das ist genau mein Ding. Granatwerfer und Granate. Boah, oh, Video. Ich bin ruhig. Aus? Nein, keine Spur vom Rebellen. Alles klar, bleiben wir in Bewegung. Ja, solange wir laufen, frieren wir wenigstens nicht. Rebellen! Lass ihn laufen! Wir müssen da beim Speeder bleiben! Speeder, Speeder! Das Imperium hat diesen Luftspeeder mit imperialen Flugcodes gesichert. Wir arbeiten bereits an der Dechiffrierung, damit sie mit dem Speeder fliehen können. Also, halbt sie durch! Oh, eins gefunden schon. Ich hab diesmal eine neue Waffe, die habe ich noch gar nicht gehabt. Ein fettes Warum? Maschinengewehr. Sauer, schreck mich doch nicht so. Ich hab eins gefunden. Ah, haben wir schon eins. Okay, wir müssen selber mitzählen, weil ich sehe das selber nicht, wie viel wir haben. Siehst du da links unten in der Ecke? Ach so, oh, jetzt. Da kommen sie schon wieder. So, ich sehe das Rivano wieder nicht. Das war wieder richtig geil jetzt. Boah, die Waffe ist ja mega edlisch. Oh, das sind edlisch? Hm? Edlisch? Das sind Betten. Betten? In der Alleswüste? Kannst pennen. Erinnerst du dich an der Map? Hier haben wir mit dem dunklen Imperator und mit dem Darth Vader ein bisschen Schabernack gemacht. Mhm. Oh, hier ist... Ah, ich hab eins! Yeah! Selbst das sieht man, wenn du sammelst. Du bist ein Gründer. Du verarschst mich doch immer. Yeah. Das hab ich doch gesehen. Dass ich jetzt was eingesammelt habe. Ich auch, ganz groß auf meinem Bildschirm. Ah, ja. Naja. Das stimmt. Boah, die Betten sehen ja krass aus. Aber so kann man jetzt mal... Jetzt wissen wir endlich, wie sie hier geschlafen haben. Und nicht immer in dem Magen von irgendwie so ein Vieh, weißt du? Der Luke Skywalker mit seinem Laserschwert hat er sich nämlich mitten im Winter hat er sich so ein Vieh abgemurkst. Und hat sich dann in den Magen reingelegt. Wer den Film kennt. Ich hoffe alle. Wenn nicht, schaut euch den unbedingt an. Mal andersrum, wer kennt den nicht? Ja, hast wohl recht. Wo willst du hin? Ein echt Klassiker. Ah, da sind auch die Droiden hier und die sind eh geil. Ich suche jetzt schon wieder diese blöden Dinger. Ah, ich bin draußen. Ah, da hinten sind die AT-ATs, geil. Ja, schießt du auch oh die Mann, Scheiß. Wenn wir da mal online sind, da
dann werden wir Probleme haben. Weil die waren echt übel, die beiden. Also du hast hier draußen schon alles abgesucht und nichts gefunden? Nein. Ja, am liebsten würde ich den Gegner leben lassen, damit wir dann erstmal die Dinger fertig suchen. Dann können wir uns nämlich voll entspannt drauf konzentrieren, die Dinger wegzuballern. Aber Onkel knallt es natürlich sofort ab. Wenn es mir entgegenfliegt. Nee, ich will keine Versorgungskapsel, ich will die Bergungsgut haben. Ja, ich hab noch so ein Ding gefunden. Es geht los. Die erste Kapsel ist gelandet. 3 von 5. Vor den imperialen Truppen bei ihr sein, um das Gebiet zu sichern und die Kapsel zu bergen. Der Onkel ist ein Sucher. Alle Mann auf Gefechtsstation. Und ein Finder. Und der Erfinder. Boah, die Waffe ist geil. Die muss ich auch mal unbedingt nehmen. In der Hand der Rebellion. Wäre geil, wenn ich jetzt durchs Eis brechen würde. Ah, ich habe eins. Yeah, yeah. Da war es nur noch eins. Ein kleines Kristall hat sich hier versteckt. Und wir beide suchen ihn. Wer hätte das nur gecheckt? Komm, der war gut. Ja, ne, der, es fing erst schwach an und hat dann noch ja, stark. Ja, der ist jetzt aber auch langsam ausgelutscht. Aber so, die Star Wars Battle von Leute kennen den noch nicht. Mann, ich will jetzt das letzte Ding finden. Den letzten Döner. Denn der macht schöner. So, was mache ich denn jetzt vor lauter Angst hier? Ich gucke hier gerade im Hangar. In den Hangar. So. Hangar. Hangar. Hangar Games. Die Tribute von Hangar Games bin ich gerade. Oh, gefällt mir, ja. Ist das, die Tribute von Trans M. Trans M. Trans M? So, jetzt muss ich mal gucken hier vor lauter Angst. Everybody dance now. Ah, ich hab's. Hast du? Oh, Gott sei Dank. Ich hab nämlich keine Lust mehr gehabt. Okay, ich komm zu dir. Dann wollen wir mal, oder? Ach, ist doch nur ihr zu dir so hier. Die sich ihrer Position. So, jetzt, ich muss die Kugel da hinten holen. Wir halten uns. Boah, guck mal raus. Sternzerstörer. Dö, 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 dö. Oder? Dö, 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 dö. Ich hab einen Infanterieturm. Vorsicht! Diese Schocktruppen haben schwere Blaster. Schocktruppen. Die schocken mich, die Truppen. Bist du Blaster, Master Blaster? Echt jetzt. Ah, hier ist so keine Action so viel. Also, ich gehe mal ganz stark von aus, wenn wir nachher online sind. Dann geht's ab hier. Noch ist hier keine Action. Ja, also, das war ja der Level ist der erste wenig. Level. Erste Welle war das erstmal. Die perfekte Welle. Das war's schon. Die Welle gewählt haben wir. Da ist der Onkel, der alte Killer. Der macht sich schon wieder bereit für die nächste Fälle. Unsere Scanner zeigen eine weitere Welle an. Aber es sieht cool aus, ne? Hier, schön kalt alles, aber die, also mit dem Bett und so läuft es. ATST. Wie sollen wir den denn finden hier in dem Loch? Ich glaube kaum, dass der in dem Loch sein wird, oder? Wieso nicht? Ist der Kopf zu groß? Ach, ich habe eh einen Granatwerfer. Ich habe Granate, ich habe Granatwerfer, ich habe alles dabei, was dabei sein muss. Ach, der Onkel, der hat schon wieder hier. Dabei geschossen. Ich glaube, die Granate hat richtig was gemacht. Ne, kein Schaden. Und deine hat auch nichts gemacht. Ne. Das war jetzt natürlich mal wieder Special Deluxe, ja, ehrlich. Willkommen. Ach ja, ich sehe es auch gerade.
tut ihm ja gar nichts. Nee. Mann, jetzt geh kaputt. Ja, endlich. Das wird im Imperium eine Lehre sein. Vorläufig? Hm? Vorläufig. Kapsel abgesetzt. Wir haben den Gegner zurückgeschlagen. Vorläufig. Achso. Es ist noch eine Rettungskapsel gelandet. Wo denn? Unten drin im Keller. Wie ist die da reingekommen? Die wird da von oben abgeworfen, ne? Wollte ich gerade auch fragen. Das ist eine Kellerkapsel. Ah, okay, da ist ein Loch im Kopf. Ja, dann haben die. Dann haben sie es gut gemacht. Ah, das ist geil, wenn die kommen. Die müssen nämlich durch die Tür. Und die kann man ja leicht decken. Die müssen gerade genau von rechts und links kommen. Oh Mann, ich habe meine Granate auf mich selbst geworfen. Trottel. Ja, das macht ja nichts. Ich bin doch schon da. No. Aber wo sind die Hobby-Hobbits? Ich nicht verstehe, warum du da bist. Da und nicht hier, ne? Wir haben die Rettungskapsel gesichert. Hallo. Ich habe das Gebiet gesichert. Oh, ja. Ich habe einen Dingsbums. Was? Wie heißen sie? Ich komme gerade nicht drauf. Yeti? Nee, so ein. Das Imperium Vision bedingt besiegen. Ach, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Thermalendetonator. Nee. Geschützturm. Nee. Schutzschild. Nee. Airstrike. Annäherungsmine. Nee. Was? Airstrike hier so ein. Achten Sie auf Sprungtruppen. Orbitalangriff. Genau. Ah, wir kommen alles durch. Wir kriegen das schon zusammen. Da müssen wir aber raus. Das ist richtig. Ich habe schon alles auswendig gelernt, was es hier gibt in dem Game. Voll geil. Mega übel. Ich will auch noch so ein Orbital-Strike. Strike! Ich will meine Strike vollständig haben. Mein Strike. Imperiale Einheit, gleich in Reichweite. Imperiale Lümmel, komm. Oh, ich habe einen Infanteriegeschützturm. Geil, geil, geil. So ein Ding habe ich bei Fallout auch gebaut. So ein Turm. Richtig geil sind die. Was? Ich sag, bei Fallout habe ich auch so einen Geschützturm, der sich sehr Automatikgeschütze gebaut. Was? Und dann kam so ein Vogel angeflogen, also so ein Insekt, und dann hat der Riss das Ding sofort ausgerastet. Voll drauf geballert. Das war cool. Da hinten kommt was. Alter, bin ich jetzt total bei den Bananen oder was? Treff doch mal. Ja, spring doch die Waffe noch weg. Und wieder einer weg. Yeah. Oh. Oh. Stellung und halten und sowas kennst du nicht, ne? Was kenn ich? Stellung halten und so ein Gedöns. Wieso? Ist doch nichts zum Halten. Weil ich dich gleich abgeschossen habe, wo du da langgelaufen bist. Ach so, macht ja nichts. Hast mich ja nicht gekillt. So böse warst du ja nicht. Das machst du nur. Nee. Beweisvideo ja, Rainbow Six Part 1. Nein. Och, ist das Level langweilig. Ja, das Level ist wirklich, das ist wahrscheinlich dann auf Schwierigkeitsgrad 5000 besser oder so. Ich hab grad so ein, da ist einer mit dem Jetski geflogen. Und dann ist der mit dem Kopf an die Decke geklatscht. Das sah gut aus. Ich stand hinter dir, also ich hab's gesehen. Ach, hast du es gesehen? Signal einer weiteren Rettungskapsel geortet. Yeah, die ist eine direkt da draußen. Kettungsrapsel. Guck mal, da hinten ist schon der Schildgenerator kaputt. Gold ist die Rettungskapsel in den Händen der Allianz. Schieß mal auf den Sternzerstörer, vielleicht greifen die uns ja an. Bestimmt. Imperiale Einheiten im Kampfgebiet. Wo sind die denn?
Ich würde am liebsten hinrennen, die alle töten, weil die so ewig brauchen. Also wenn du so ein AT-AT oder wie die Dinger heißen siehst, dann lass mich meinen Orbital-Strike loslassen. Ja, bitte. Ich habe eh nichts zum Abwehren. Doch, Granaten. Boah, nicht mal den verteidigen sie hier. Die Rettungskapsel ist unter unserer Kontrolle. Ja, die können nichts. Also hier sind die heute eingeschlafen, die Gegner. Ah, ich habe auch noch eine Panzerfaust. Ach, guck mal, ich kann austauschen sogar. Aha, das wusste ich gar nicht. Wie denn? Wenn du hier hingehst, kannst du Viereck drücken und dann austauschen. Wieso? Ja, tatsächlich. Ist neu. Was? Ist neu mit per Wall gewaschen. Bleiben Sie wachsam! Ich komme gerade nicht klar. Noch einen Angriff vor. Bleiben Sie wachsam, Papayo. Da ist wieder Heilung, sollen wir holen? Ja, so. Oder bleiben wir. Reichweite unserer Scanner. Ja, dann hole ich schnell. Imperiale Schattentruppen. Ah, Schattentruppen. Jetzt kommen endlich mal Gegner. Alle mal bereit machen. Schattentruppen, sie kommen überall her. Schattentruppen. Sie haben sie abgewehrt, vorläufig. Das war's, noch 5 Wellen und ich hoffe, da kommt jetzt mal mehr. Das ist so easy gerade, dass ich selbst mit verbundenen Augen noch treffen würde. Du auch? Bereit machen. Mhm. Echt jetzt? Bist du dir sicher? Yeah, ich habe ein Herz eingesammelt. Ey, ich kann das Herz hier einsammeln, doch jetzt. Hallo. Ich bin's. Mr. Granate. Tell me what you want. Zack. And I tell you what you find. Was? Keine Ahnung, aber es klingt schon fast nach dem Lied. Aber nur fast. Ich hab grad meine Waffe gekühlt. Wo ist das scheiß Ding? Hinter mir, kommst du zu mir dann, hä? Kostet, ist nur 3600 Meter weg. Also ganz nah dran. Feindliche Einheiten nähern sich. Oh, da sind überall Löcher drin, wo das reinkommt, geil. Es piepst, die Welt geht ab. Sie kommen und sie sterben alle hier. So, jetzt haben wir Welle 12,26. Oh, ich werde gerade hier von so einem kleinen Hobbit hier gejagt. Bereitet einen weiteren Angriff vor. Hoffe ich doch, hoffe ich doch. Kommt schon, Imperium. Zeigt mir, was ihr könnt. Also nix. Ich komme mal zu Onkel angeschlabbert hier. Hallo. Du hast das Herz holen wollen. Herzchen? Schon wieder eins. 77 Meter. Ich hab jetzt keine Lust. Wir sind da eh voll. Alle Mann auf Gefechtsstation. Da kommen sie wieder. Wow. Ah, sie kommen. Sie kommen und haben alles dabei. Nur ihr Leben haben sie nicht dabei. Das werde ich denen nehmen. Das werde ich euch nehmen. Ja. Das werde ich euch nehmen. Boah, wie ich die zerlegt habe. Ich habe die zerlegt. So, ich hole jetzt nochmal eben die letzte Life Leech. Dann haben wir nämlich alles voll. Der Onkel ist am Stöhnen, erhöhnen. Und ein Kriegsgeschütz, Infanteriegeschütz, sehr schön. Können wir noch so ein Ding hinstellen?
So, ich habe das Last Life. Jetzt haben wir volles Leben 6-mal. Jetzt darfst du 6-mal vom Berg runterspringen, Onkel. Yay! Warte! Yay! Fällt. Ach, so tief kann ich ja gar nicht springen. Ich bin schon ganz tief in der. Lalala, WWE. Wolltest du nochmal eine Runde verlieren? Hast du jetzt geschossen? Nee. Du? Da ist noch ein Gegner unterwegs hier. Hast du wieder alle hier übergelassen, ne? Was ist denn los mit dir? Na komm, scheiß Gegner. Hast du? Ja, ja. Feindliche Einheiten besiegt. Da war wow. Er verirrt. Der hing an der Tür fest und hat gedacht, ich warte jetzt. Großes Badaboom. Ja, die Map ist ein bisschen trocken, ne? Mhm. Könnte ein bisschen feuchter sein. Ja, das ist ja aber. Langweilig. Kalt ist es. Der Feind ist in ihrer Zone. Da kommen sie schon wieder. Ah, ich halt einfach drauf. Ich halt einfach drauf. Ja, meine Güte, das machst du gut von Anfang an. Genau, einfach draufklatschen. Das muss richtig schallern. Der Schmarrn. Käse? Der Typ wohnt in Bayern und kann kein Bayerisch. Nee, ich komme aus NRW, liebe Damte. Ja. Aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich. Ich wohne jetzt zwar schon 6 Jahre in Bayern, aber da kann man das. Man muss damit geboren werden. Das kannst du nicht lernen. Klar, mein Bruder ist auch hingezogen und spricht Bayerisch, flüssig Bayerisch. Ja, nuschelt der jetzt auch schon so, oder was? Nuscheln? So Bayerisch. Ja, vertreib nur deine bayerischen Zuschauer. Nee, das sehr ist cleverer Schachzug. Ich verstehe euch. Hole ich mir wieder eine schöne Brezel und weiße Wurst. Käseknacker, die mag ich auch, boah, die ist voll geil. Da hinten ist ein AT-ST und du bist nicht da, warum hilfst du mir nicht? Was ich hier zu tun habe an der Kapsel, wo bist denn du? Ich will den AT-ST. Ja, draußen, beim AT-ST am Falten. Ja, ich will den haben. Voll Onkel. Du musst ja auch mal unterstützen. So, ich kann dich unterstützen. Warte, ich komme. Nicht kaputt machen, ich habe so was Schönes für das Ding. Ja. Das trage ich jetzt schon jahrelang. Jahrelang schleppe ich es jetzt schon mit mir rum. Na, dann setz das Ding mal ein. Hast du schon eingesetzt? Nein, aber jetzt. Pass auf jetzt. Hä? So wischst du den Boden. Du hast so nah gesetzt. Ja, der Onkel ist ein übelster Orbitalstreik. Ah, komm halt die Fresse. Oh. Jetzt, die haben leider um ihn herum geschossen. Oh, das sah ja lustig aus. Aber guck mich an, ich komme mit meinen scheiß Granaten komme ich nicht bis dahin. Der wirft immer nur davor, der Idiot. Der ist unverwundbar. Ist der. Das ist. Hast du noch einen Orbitalstreik? Geil. Ja! So, da hab ich wieder weg. Hab ich mir einen kleinen Fehler wieder weggemacht. Das ist kein Fehler, es war einfach nur nix. Was? War nix Wichtiges, einfach so. Boah, geiles Video. Speedo! Geil, wie der den weggeklatscht hat. Ja, ich würde nochmal schießen. Oh, hat er sich nicht getraut. So. Ja, ich hab mal mehr getötet. Ich darf auch mal. Ja, das war jetzt nicht so eine tolle Map, muss ich sagen. Nee. Aber wir haben zwei Sterne verdient. Zwei Sterne. Und wir kriegen Kohle ohne Ende. Ja, da bin ich dran, ne? Ja, meine lieben Damen und Herren, dann würde ich sagen, war doch mal gar nicht mal so schlecht. Sagen oder mal sagen? Das ist doch gar nicht mal so schlecht, war? Nee, war schon okay. Und ich hoffe, ja, und jetzt nächste Mal geht's dann wirklich ins harte Multiplayer-Gefecht. Das heißt, entweder ein starkes Ablösen. Online. Entweder wir gewinnen oder wir verlieren. Das werden wir dann sehen. Und deswegen könnt ihr gespannt sein
Und ich freue mich auch schon riesig. Und dann würde ich sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.